Eigentlich ist Jürgen Röder geschäftsführender Redakteur beim Handelsblatt. Neuerdings ist er jedoch auch Depotmanager für ein sogenanntes spekulativ orientiertes Depot. Er will, so nach eigener Aussage, Chance nutzen und gleichzeitig das Risiko minimieren. Wie das genau gelingen soll, das kann mir am besten Jürgen Röder selbst erklären. Chancen nutzen, Risiko minimieren, das dürfte das Ziel der meisten Anleger sein. Können Sie mir ganz kurz erklären, wie genau Sie das anstellen wollen? Was ist Ihre Anlagestrategie? Es sind ja die drei Anlagestrategien, die ich im Depot habe. Das ist zum einen, dass ich ein marktneutrales Investment mir konstruiere mit einem Bonuszertifikat und einem Reverse-Bonuszertifikat, die gleichen Schwellen, gleicher Laufzeit. Die bringen mir gut 10% Rendite, beispielsweise aktuell bei 7.000 Punkten untere Schwelle, 9.900 obere Schwelle. Der Clou an der Sache ist, ich kann jederzeit aussteigen, auch bei einer Base, ohne Probleme, ohne nennenswerte Verluste. Die zweite Strategie, das sind Bonuszertifikate auf große Indizes, auf Eurostock 50 oder DAX. Die dritte Strategie sind, ich nenne es Spezialitäten, das sind Zertifikate auf einzelne Aktien. Ja, Zertifikate ist schon das Stichwort. In Ihrem Depot befinden sich größtenteils Zertifikate. Was macht eigentlich für Sie den Reiz derartiger Produkte aus? Alle reden immer, Zertifikate sind risikoreich. Ich bin der Meinung, das Gegenteil ist der Fall. Zertifikate helfen mir, das Risiko im Depot zu begrenzen. Entscheidend ist für mich eine andere Größe, und zwar das Aufgeld, also dass der Preis des Zertifikats gegenüber dem Basiswert. Der muss identisch sein, dann habe ich ein geringeres Risiko. Und natürlich, es besteht ein sogenanntes Emittentenrisiko. Alle reden davon. Aber um ganz ehrlich zu sein, wer glaubt, dass eine Bank pleite geht, sollte auch keine Aktien kaufen. Das ist durchaus richtig. Doch in Ihrem Depot haben Sie gleich 5 Zertifikate auf den DAX. Erwarten Sie neue Höchststände beim Deutschen Leitindex? Sicher kann man an der Börse nie sein. Nein, aber dafür zum Beispiel haben wir politische Börsen. Die können jederzeit drehen, die können sich ändern. Man muss nur die Geldmenge ein bisschen reduzieren, das Anleihenkaufprogramm verändern. Und schon hat man relativ hohe Schwankungen an der Börse. Dennoch, ich glaube an neue Hochstände. Ich glaube, dass die Notenbanken weltweit helfen, der Börsen. Und ich glaube, es könnte so Ende des Jahres um die 9.000 durchaus stehen, der DAX. Das ist zumindest mal eine klare Ansage. Bei Einzelwerten haben Sie gleich 2 Bonus-Cap-Zertifikate, einmal aufs Klöckner, einmal auf Nokia. Weshalb gerade diese beiden? Das sind die Spezialitäten, die ich Ihnen gerade kurz erklärt habe. Und das sind Turnaround-Kandidaten. Das sind Aktien, die nach einem langen Abschwung sozusagen langsam eine Bodenbildung vornehmen, langsam wieder drehen. Der Clou an der Sache ist, diese Produkte haben aufgrund der hohen Volatilität super Konditionen. Beispielsweise bei Nokia 30% Sicherheitspuffer und trotzdem 30% Jahresrendite. Bieten mir Zertifikate dort. Die Gretchenfrage zum Abschluss. Herr Röder, wie steht es um Ihre Performance? Ein klares Jein, würde ich sagen. Also ich bin seit 6 Wochen Manager das Depot. Ich bin zufrieden mit der relativen Performance. Die konnte ich verringern. Ich bin gestartet mit einem Rückstand von ungefähr 6 Prozentpunkten gegen meinen Vergleichsindex. Die konnte ich auf 4% sinken. Aber naja, nicht zufrieden bin ich mit der absoluten. Die liegt noch knapp über Null. Aber ich hoffe, so die Börsen wollen, dass das sich bis zum Ende des Jahres auch deutlich ändert. Ja, dann wünsche ich Ihnen auf jeden Fall mal viel Glück für die restlichen Monate des Jahres 2013. Jürgen Röder vom Handelsblatt, vielen Dank für das Gespräch. Danke.